Wir sind zurück bei Elex 2 und wir haben jetzt einen ganz besonderen Auftrag. Unser Auftrag lautet, wir müssen Level Up bekommen, wir wollen Erzberserker werden und da gehen wir doch gleich einmal zum Former hin und wenn wir schon auf dem Weg zum Former sind, können wir doch mal hier die Banditen auslöschen, die wir hier schon so häufig gesehen haben, als wir auf dem Weg zu Vadek waren zum Beispiel. Und jetzt mit unserem Zauber ist das gar kein Problem. Wir nehmen die Erfahrungspunkte mit, wir nehmen das Elixier mit, wir nehmen die Rohstoffe mit, wir nehmen die Ausrüstung mit. Alles eine Win-Win-Situation, würde ich behaupten. Ich habe jetzt mal keinen Gefährten mitgenommen, weil wir ja mit dem Feuerregen tatsächlich ganz gut ohne Gefährten zurechtkommen. Aber wenn wir dann ein Level abbekommen sollten, ja, ist noch ein bisschen hin, wir brauchen so 4000 noch. Wenn wir ein Level abbekommen sollten, dann würde ich gerne Kaya mitnehmen, wenn wir Erzberserker werden, weil das wird ihr sicherlich gefallen und vielleicht gibt es da ja wirklich nochmal eine Möglichkeit einer Interaktion mit Kaya, wenn sie das mitbekommt. Und deshalb würde ich Kaya gerne mitnehmen und wir werden jetzt natürlich gleich Mana-Tränke aufbrauchen und bevor wir dann weitermachen und in Passus 4 gelangen, werden wir dann natürlich auch nochmal Mana-Tränke brauen oder kaufen. Also da wird es noch eine Menge zu tun geben, aber ich glaube, da sind wir gerade in einer sehr, sehr guten und positiven Situation. Wenn das denn alles so klappt mit dem Erzberserker. Wie gesagt, ich hatte mir mal angeschaut, wie andere Point of No Return abgeschlossen haben. Und da waren welche mit Level 25, die das tatsächlich einfach ja auswählen konnten. Das heißt, es liegt eigentlich nicht am Level 30 und Erzberserker, aber oh, noch ein Kartenstück, sehr, sehr schön. Dann sind wir hier an einem richtigen Ort, würde ich mal behaupten. Aber vielleicht liegt das ja daran, dass wir irgendwie was mit den Krallen gemacht haben oder hätten vielleicht mal bei den Outlaws eine Gesprächsoption nutzen müssen. Das können ja wirklich Kleinigkeiten sein. Und deswegen hänge ich mich einfach mal dran auf und sage, okay, das nächste Ziel, Stufe 30, Erzberserker werden und dann weiterschauen. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann bin ich entweder auf euch angewiesen oder muss selber nochmal nachschauen. 5, 4, 2, nein, das war es nicht. 6, 9, 2, wieder falsch. 2, 9, 1, ach verdammt, nun habe ich den Code schon wieder vergessen. Nein, halt. 1, 9. Das ist jetzt aber der richtige Code. 6, 4, 1, 8. Ein Glück, dass ich dieses Gerät habe. Ich hätte schon viel eher auf die Idee kommen sollen, mir den Code aufzusprechen. Wieso bin ich bloß so vergesslich? Das war nichts. Also der richtige Code ist tatsächlich gar nicht möglich, weil der mit einer 6 anfängt und ich die 6 hier nicht anwenden kann. Und 9128 geht auch nicht. Können wir den hacken? Ja, wir können es hacken. Wir hatten schon mal solche... Ja. Oh, die 1 können wir gar nicht mehr nutzen. Ach so, ich wollte jetzt 9128 machen, aber das geht ja gar nicht. Ich mach mal die 5 und die 8 und die 7 und die 9. Die 8 und die 9 sind richtig, aber an falschen Stellen. Das erste kann nicht die 9 sein, dann müsste das zweite definitiv die 9 sein. Das erste könnte die 8 sein. 8, 9, 2, 4. 9, 2 ist richtig, die 8 an letzter Stelle. Was steht an erster Stelle, ist die Frage.
Ja, wir haben nur noch einen Versuch und es ist entweder die 0 oder die 1. Wir versuchen es mit der 1. 1928, hat sie das gesagt? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Habe ich mich vertan? Oh Mann. Ich will nichts gesagt haben. Ich habe 9128 getippt, oder? Oh Mann. Das muss ich mir nochmal anhören. War das... Habe ich das gerade echt falsch gehört? 9128? Das war hier die hier, ne? Das ist jetzt aber der richtige Code. 6418. Ein Glück, dass ich dieses Gerät habe. Ich hätte schon viel eher auf die Idee kommen sollen, mir den Code aufzusprechen. Wieso bin ich bloß so vergesslich? Das war aber der falsche Code. 6418, ehrlich gesagt. Das hatten wir nicht ausprobieren können, weil die 6 auf jeden Fall falsch war. Neun, zwei, wieder falsch. 291. Ach verdammt. Nun habe ich den Code schon wieder vergessen. Nein, halt. 1. Ja, sie hat 1928 gesagt. 8. Das war die richtige. Das war meine. Meine Vergesslichkeit, mein Fehler. Aber okay. Damit können wir, glaube ich, leben. Leben kann ich jetzt nicht mit diesem Viech. Jedenfalls nicht an der Klippe. Weil wir da eigentlich nicht runterfallen wollen. Deswegen kämpfen wir gegen das jetzt erstmal nicht. Ich habe mir mal da so eine Stelle eingestellt. Da möchte ich mit euch hin. Wir schauen mal in so ein Former rein. Oder rundherum werden, glaube ich, genügend Skyends sein, um Level abzubekommen. Also ich glaube, das sollte reichen. Ich glaube, dass wir mit dem Inferno jetzt relativ gut vorankommen. Vor allem, wenn wir nicht nur gegen zwei Feinde kämpfen. Dennoch nehme ich die jetzt einmal mit. Den Räuber hier natürlich. Ganz liebes Exemplar. Aber ein totes Exemplar. Das sind mir tatsächlich die liebsten. Und den Räuber, können wir den auch noch looten? Ich würde dich gern looten. Ja, wunderbar. Ja. 3000 noch. 3000 noch. Wir können hier mal den Marker wegnehmen. Wir sind jetzt angekommen. Und ich trinke mal einen Mana-Trank. Und noch einen zweiten. Und wir können jetzt tatsächlich auch diesen Teleporter hier aktivieren. Auch das ist ja nicht verkehrt. Alfara. Hier waren wir tatsächlich auch noch nicht. Das ist sehr, sehr schön. Ist das der Hauptformer? Ich glaube nicht. Der Hauptformer wird nochmal ein ganz anderer sein. Da hinten haben wir noch so ein Behemoth. Sehr, sehr schön. Hier wollen wir hin. Hier wollen wir hin. Und den Feuerring anmachen. Je mehr Feinde jetzt auf uns aufmerksam werden, desto besser tatsächlich. Weil wir so ein bisschen Flächenschaden machen. Der ist natürlich sehr zielgerichtet, dieser Inferno-Schaden, aber ein bisschen Fernkampfschaden machen wir. Wir müssen jetzt aber ein bisschen aufpassen, wir haben jetzt viel Schaden eingesteckt. Der Behemoth ist tot, aber viele Feinde sind da. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber das ist cool. Ich meine, dieser Inferno ist wirklich stark. Der ist wirklich unfassbar stark. Ah, auch noch ein Raptorid hier. Und das war's auch schon. Da sind wir schon in der neuen Stufe, die wir haben wollten. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht.
Aber ich beschwere mich auch nicht darüber. Wir sammeln hier natürlich nochmal alles ein. Das dunkle Elex könnten wir nutzen für eine Menge Gebräu. Aber wenn wir ehrlich sind, dafür fehlen uns noch die Herzen von diesen Urgetümen, von den Urriesen. Aber okay. Die werden wir auch noch bekommen, früher oder später. Ich meine, diese Behemoth kriegen wir auch schon down. Und das sehr, sehr schnell. Also der Zauber ist halt wirklich stark. Sogar fast behaupten, dass er zu stark ist. Aber wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Wunderbar. Wir können zurück zur Bastion. Das ist das Erste, was wir machen werden. Dann nehmen wir Kaya mit. Wir schlafen einmal, wir nehmen Kaya mit. Und dann werden wir zu Red gehen und Erzberserker werden. Und vielleicht triggert das ja schon Point of No Return. Wir schlafen einmal bis zum nächsten Morgen, nehmen dann Kaya mit, gehen einmal zu Crony, gehen dann zu Red. Im besten Fall hat Red dann auch eine neue Aufgabe für uns. Und Adam, vielleicht können wir dann mit ihm ja auch nochmal reden. Mitkommen. Wenn du willst. Na schön. Dann ist das eben so. Und Crony? Wir können kein Geisttraining machen, alles klar. Gut, dann, Kai. Na, wir können nochmal. Ah, wir können nochmal leveln, wenn wir jetzt eh zu den Berserkern gehen. Schaut mal. Wir brauchen noch 3 Level in Intelligenz. Ja, okay, das reicht nicht ganz. Aber fast. Wir sind sehr, sehr kurz davor. Hier unsere Magie noch stärker zu machen. Auf zu Red. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Und mal sehen, wie schön unsere Erzberserker-Rüstung aussehen wird. Darauf freue ich mich am meisten. Also Red, mach mich zum Erzberserker. Mach mich zum Erzberserker. Und du bist dir sicher, dass du das willst? Dir ist bewusst, dass mit dem Rang eines Erzberserkers viel Eigeninitiative gefordert ist und dir niemand mehr sagt, was du zu tun hast. Naja, das ist doch gerade das, was ich möchte. Also Red, ja. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass du eher eine Führungsperson bist. Du kennst das Prozedere. Geh zu unserem Rüstungshändler und hol dir deine neue Rüstung. Wie? Selbst jetzt muss ich mir meine Rüstung noch kaufen? Jetzt stell dich mal nicht so an. Sieh es lieber als Privileg, dass du überhaupt eine Erzberserker-Rüstung kaufen darfst. Das ist nicht selbstverständlich. Also gut, ich habe noch zu tun. Beenden wir das Ganze hier. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Rang, bla bla. Viel Spaß damit. Wow, höhere Laufbahn. Wir haben 9000 Erfahrungen dafür bekommen. Wow. Wow. Das ist wirklich gut. Aber keine Zeremonie? Wie? Keine Zeremonie? Ach komm schon, muss das echt schon wieder sein? Du weißt doch, dass ich mir den Kram nicht merken kann. Erst recht nicht den Schwur eines Erzberserkers. Den musste ich immerhin erst ein paar Mal abnehmen. Lass uns den Schmuh sparen, ja? Wenn du meinst. Danke. Puh, für einen kurzen Augenblick dachte ich schon, du bestehst auf eine Zeremonie. Was sind meine Aufgaben als Erzberserker? Wie ich dir bereits sagte, wird dir niemand mehr Befehle oder Aufgaben geben. Du bist ab heute dein eigener Herr. Es wird von dir erwartet, dass du deinen Platz in unseren Reihen einnimmst und immer im Sinne der Berserker handelst. Nimm dir ein Beispiel an Torhild oder Scrappy. Der eine kümmert sich um den Eisennachschub, die andere um die Setzlinge. Was du tun kannst, um unsere Gemeinschaft zu stärken, wirst du selbst herausfinden müssen. Du könntest auch als eine Art Missionar Magallan bereisen und die Werte der Berserker an Unwissende vermitteln. Hauptsache, du machst den Berserkern keine Schande, das fällt sonst auf mich zurück. Dann mal los, trag deine neue Rüstung spazieren. Wir sehen uns. Nicht schlecht. Wir sind Erzberserker geworden, wow. Kaya, was sagst du denn dazu? Ja, nichts. Okay, gut. Dann
halt nichts. Dachte, ich bin jetzt stolz und präsentiere dir meinen neuen Rang. Aber Kaya scheint man so tatsächlich nicht, ja, mich beeindrucken zu können. Mich beeindruckt hat da oben die 9000 Erfahrungspunkte. Wir haben bald schon wieder ein Level-Up, wie cool. Rüstungshändler. Ah, der neue Erzberserker. Ja, ja. Welche seltene Ehre, einen von eurer Sorte in meinem bescheidenen Geschäft begrüßen zu dürfen. Ihr habt nur das volle Recht, alles zu kaufen, was ich im Angebot habe. Wie ich sehe, fehlt euch noch die prunkvolle Rüstung, die zu eurem neuen Rang gebührlich wäre. Gegen eine kleine Spende an mich und die Gemeinschaft verkaufe ich sie euch gerne. Für jemanden wie euch dürften die Preise einer solch edlen Rüstung ja kein Problem darstellen. Also seht euch ruhig meine Waren an. Du elender Speichelecker, weißt du noch, wie du uns damals einst behandelt hast? Naja, komm. Zeig mir deine Rüstungen. Wir haben dich auch ausgeraubt. Nichts lieber als das. Wow, wir haben jetzt wirklich viele Sachen, die wir kaufen können. Klopfer. Klopfer ist eine legendäre Waffe. Die hatten wir doch. Okay. Ja, die Schlachtaxt, die Warlord-Axt können wir beide kaufen. Und wir hätten für beide sogar die Stärke, nur die Konstitution nicht. Die Warlord-Axt, schaut euch das mal an. 246 Schaden wäre schon interessant, sage ich mal so. Bräuchten aber deutlich mehr Konstitution dafür. Sehr gute Berserker-Rüstung. Es scheint die Erzberserker-Rüstung zu sein. Kostet 30.000. Ja, und dann haben wir hier auch noch die Kleidung. Ja. Wir werden erstmal alles in den Warenkorb legen, was wir haben wollen. Der hat die nicht im Inventar, sehe ich das richtig? Ne, ich glaube, das liegt daran, weil wir das Geld nicht haben. Also, was wir auf jeden Fall machen werden. Ja, also den Schnitter werden wir auf jeden Fall nicht gebrauchen. Wir haben hier natürlich nochmal den beschädigten Erlöser. Die macht aber auch schon 246 Schaden. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Sowas werden wir verkaufen. Hier, den Raketenwerfer auf jeden Fall. Den werden wir niemals tragen können. Mit 83 Geschicklichkeit. Das heißt, den verkaufen wir. Und das sollte dann auch schon reichen. Wir können hier unten nochmal unseren Schrott verkaufen. Und dann sollte das schon passen eigentlich. Also hier einmal die ganzen Sachen verkaufen. Alles kann weg. Alles muss raus. Alles muss raus hier. Jetzt habe ich ein Bild verkauft, das wollte ich eigentlich nicht. Aber jetzt können wir hier wahrscheinlich die sehr gute Rüstung einkaufen. Ja, perfekt. Wir können jetzt gerne nochmal gucken, was wir an Waffen noch brauchen. Also ohne Elixit durch die Gegend zu stapfen, das ist ja peinlich als Erzberserker. Von den legendären Waffen. Hier bei den verkauften Sachen, hier das Bild, können wir nochmal rückgängig machen. Ja. Und die Aufnahmen können auch weg. Der Schnitter, wir werden nicht auf Geschicklichkeit gehen. Der kann weg, auch wenn es mir wehtut. Blitzschaden. Ah, ich will den eigentlich nicht wegschmeißen. Weil der zu cool ist. Auch das Buttermesser. Das wäre eigentlich... Eigentlich wäre es zu schade. Ich verkaufe mal die Zweihandwaffen, die möchte ich nicht führen. Deswegen verkaufe ich die mal. Haben wir schon wieder 13.000. Fernkampfwaffen. Wisst ihr was? Wir verkaufen das hier.
Wir verkaufen das hier einfach. Ja. Damit haben wir wieder 26.000. Dann brauchten wir auch hier die legendären Waffen nicht verkaufen. Handel akzeptieren. Und wir legen die neue Rüstung an. Ganz klar. Darauf haben wir so lange hingearbeitet. Und da können wir auch stolz drauf sein. Schaut aufs Gesicht. Wow. Ah, es ist eher die Wache vom Erzberserker, aber okay. Schaut auf den Körper. Da ist es. Und schaut auf die Beine. Schaut nochmal auf die Beine. Ja, okay. Ist in Ordnung. Aber jetzt sind wir auch richtig gut geschützt. Und so leicht wird uns niemand mehr was vormachen. Ist das denn dieselbe Rüstung, die Kaya anhat? Na, es kann sein, dass die Frauen nochmal eine andere Rüstung haben. Aber das sieht schon cool aus, oder? Schaut euch das mal an. Das sieht ja schon cool aus. Wow. Da muss man sich auch mal die Zeit nehmen und sich einfach bestaunen. Nach all der Zeit kann man das auch mal machen. Wie cool. Wir haben aber keine Quest bei den Berserkern. Und welche Quests haben wir noch? Wir haben hier den Point of No Return. Und der schon die ganze Zeit markiert, wir konnten mit Adam nicht darüber reden in der Vergangenheit. Ach, wisst ihr was? Ich würde ganz gerne mal mit Fenris reden. Ich möchte mal gucken, ob der eine neue Gesprächsoption hat. Er war ja unser erster Ansprechpartner hier. Das fände ich schon cool. Oh Mann, sieht die Rüstung einfach cool aus. Wow, ich kann mich nicht satt sehen. Das ist richtig cool. Dann mit dem Jetpack. Du bist jetzt also Erzberserker, was? Sieht wohl so aus. Ich kann mich noch gut erinnern, wie du hier vor mir gestanden hast und ich dich nicht durchgelassen habe. Schön, dich in unseren Reihen zu wissen. Man sieht sich. Das war cool. Das sind so Kleinigkeiten, die ich sehr gerne habe. Danke, Lothar, aber Fenris. Ist es also passiert? Hat Red dich wirklich aufsteigen lassen? Musst ihn ja ganz schön beeindruckt haben. Es freut mich, dich auf Augenhöhe zu sehen und nicht mehr als Untergebenen. Mach den Berserkern Ehre. Ach cool, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Dann, also wenn es hier wirklich noch Gesprächsoptionen gibt, dann lass uns doch auch mal... Ja, lasse könnte man gucken. Ich glaube aber nicht, dass da was passiert. Lasse? Und? Was? Na, die Waffe! Mein Buttermesser! Hast du es schon ausprobiert? Ja, das ist der reine Wahnsinn. Der reine Wahnsinn. Ha, wusste ich's doch. Ich bin sehr froh, diese Waffe geschmiedet zu haben. Bin mir sicher, sie wird dir lange Zeit gute Dienste leisten. Wollt nur mal kurz hören, wie es meinem Buttermesser so geht. Jetzt muss ich aber weitermachen. Bis dann. Okay, auch cool. Auch cool. Aber wo ich nochmal hin möchte, eigentlich zu Torhild und zu Scrappy. Eigentlich müssten wir das machen. Wir machen das auch. Das ist mir jetzt wirklich ein Anliegen. Also wir gehen zu Torhild und zu Scrappy. Aber was ich auch machen möchte, ich möchte hier mal zu den Torwachen gehen. Hallo? Erinnert ihr euch? Ach nö, ich will nicht Banditen jagen. Gibt's was? Ich bin ein Erzberserker. Und du hast keinen Totenschädel mehr. Ja, da hast du noch einen. Ihr könnt mich nicht aufhalten. So, Scrappy ist bei der Mine, denke ich mal. Ein Torhild ist, ja, finde ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Dort unten irgendwo. Wer bist du, ein Berserker? Da unten irgendwo wird sie sein.
Wo bist du? Die Rüstung ist schon cool. Das ist schon eine coole Belohnung. Nächste Voreiligkeit, ja. Ja, irgendwann kommt der Tag, an dem ich das Flugzeug auch erwischen werde. Das sind nur Wachen. Torhild. Ich hätte schwören können, dass du keine 3 Tage als Werker durchhältst. Und jetzt sieh dich an. Du hast es dir verdient. Vielen Dank. Aber nimm es nicht auf die leichte Schulter. Als Erzberserker wird einiges von dir erwartet. Ja, klar. Alles, was du tust, wird mit den Berserkern als Gesamtes in Verbindung gebracht. Also verhalte dich entsprechend. Wir müssen uns kurz unterhalten. Was liegt an? Erinnerst du dich noch an die Werkzeuge, die du Balasse in Auftrag gegeben hast? Sie waren nicht gerade seine beste Arbeit. Innerhalb einer Woche sind sie zu Bruch gegangen. Heißt das, ich muss wieder hin und neue bestellen? Wo denkst du hin? Das habe ich längst getan. Nur musste ich die Rechnung aus eigener Tasche bezahlen. Ich wollte den Setzer nicht wieder mit einer Kürzung kommen. Jedenfalls wollte ich wissen, ob du dich beteiligen würdest. Alle anderen Erzberserker haben auch etwas dazugegeben. Wirklich alle? Naja, mit Ausnahme von Thielers. Du weißt ja, wie er ist. Ach, schön. Also, ach, wie schön. Gibst du etwas dazu? Ja, klar. Selbstverständlich. Dich zum Erzberserker zu ernennen, war die richtige Entscheidung. Vielen Dank, Torhild. Hier, ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Du brauchst sie dringender als ich. Gut. Oh ja, die brauchen wir wirklich. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Scrappy. Ja, Scrappy ist natürlich immer schlecht zu erreichen. Aber das ist mir jetzt wichtig. Dass wir zu Scrappy auch noch gehen, ich bitte euch. Also das können wir uns nicht nehmen lassen. Nach all der Zeit, die wir hier verbracht haben, und die schönen Momente, die wir erlebt haben, dann müssen wir doch das dann auch zelebrieren, wenn wir das schaffen. Wenn wir diesen Meilenstein erreicht haben, und das ist ja wirklich der größte Meilenstein, den man als Berserker erreichen kann. Und deshalb wollen wir das natürlich auch unseren Freunden zeigen. Oder den Personen, mit denen wir hier diese Reise gemeinsam erlebt haben. Ja, beteiligt haben wir uns. Ich glaube, das gebührt alle Ehre. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Das fand ich wichtig und gut, dass wir das gemacht haben. Wir sind ja auch nicht ganz unschuldig daran, dass sie zu Bruch gegangen sind. Sind wir mal ehrlich. Was auch spannend wäre, wäre natürlich, was jetzt auch die Krallen sagen würden. Aber von denen haben wir uns ja schon abgewendet. Wir verraten sie nicht. Das muss reichen. Wer bist du denn? Willst du dich wirklich mit dem Erzberserker anlegen? Du auch noch. Vorsicht! Ah, so viel bringt die Rüstung jetzt nicht, wie ich erhofft hatte. Mich jetzt mal extra schlagen lassen. Ah, schade. Aber sie bringt auf jeden Fall was. Aber ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Zumindest erhofft. Was bist du denn für ein Ekler? Was seid ihr denn? Seid Schlürfen, ne? Seid ihr stark? Bringt ihr viel Erfahrung? Ja, bringt auf jeden Fall viel Erfahrung. Großer Zahn kriegt man nur. Ist jetzt nicht so berauschend. Du bist ein Moloch. Okay, den haben wir. Ja, nicht so super berauschend, aber das Elex nehmen wir natürlich gerne mit. Beim Patron. Ja. Du stimmst auch noch. Sieben Elex, das ist gut. Elex können wir nutzen für Tränke, die uns Erfahrung bringen. Für Tränke, die uns Lernpunkte bringen, oder für Tränke, die uns Attributspunkte bringen. Ja, und was wäre jetzt momentan interessant für uns? Das ist so ein bisschen die Frage. Lernpunkte
gerade nicht unbedingt das Gefühl, dass uns Lernpunkte momentan fehlen. Könnte aber sich noch schnell ändern, muss man natürlich dazu sagen. Aber was uns auf jeden Fall fehlen wird, sind Attributspunkte. Da können wir nicht genug von haben. Oh, wer bist du? Ein Flugscheusal. Und deswegen nehme ich das Elixier-Säger mit. Sehr schön. Haben wir doch nochmal was Gutes getan auf dem Weg. Und finden hier sogar nochmal Treibstoff. Sehr, sehr schön. Es nimmt doch alles jetzt zum Ende richtig schöne Form an. Wie schön, wie belohnend dieses Spiel einfach ist. Es ist so schön belohnend. Einfach der Wahnsinn. Scrappy! Ach komm, ich will jetzt nicht nochmal kämpfen. Wer bist denn du? Ach, du bist Kaya, okay. Mit dir möchte ich auch nicht kämpfen. Mit Kaya haben wir auch alles geregelt. Also, schön zu sehen, wie man hier auf jeden Fall auf ein Happy End hinsteuern kann. Ja, die Sache mit den Sky Ends ist noch nicht geregelt, aber auch das scheint immer mehr in gute Bahn zu laufen. Scrappy! Oh, hast du hier einen Raptor getötet? Mein Lieber, Scrappy, wie geht's dir, altes Haus? Da sieh mal einer an. Haben sie den ollen Jax zum Erzer gemacht. Das freut mich für dich, mein Jung. Lass dir die neue Freiheit nicht zu Kopf steigen. Ich bin ganz ehrlich, das hat sich gelohnt für mich. Das hat sich wirklich gelohnt. Ach, wie schön. Ja, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass auch in der Bastion alles klappt. Und wir mit Adam reden können. Dass wir uns für eine Fraktion entschieden haben. Ich meine, Erzberserker, können wir uns mehr entscheiden für eine Fraktion? Hallo, Crony. Ich würde gerne sagen, hallo, Bully, aber der ist ja lieber in Thompson Town als bei uns. Wir werden einmal hier das Jetpack upgraden. Und kommen hier richtig weit. Ja, das ist gut. Auf Stufe 25, die Hälfte von dem, was möglich ist. Das ist sehr, sehr cool. Es nimmt doch alles hier Form an. Adam, bitte. Ich glaube, es klappt. Ich glaube, es klappt. Meine Gildenzugehörigkeit sieht folgendermaßen aus. Ich bin den Berserkern beigetreten. Ich habe sogar die höhere Laufbahn bei den Berserkern eingeschlagen. Das heißt, ich werde bis zum Ende ein Berserker bleiben. Sehr gut. Dann ist das hiermit endgültig geklärt und wir können uns den letzten Vorbereitungen für die Auseinandersetzung mit den Skyns widmen. Sehr gerne. Was muss ich tun, um die Sache mit der Partnergilde der sechsten Macht voranzutreiben? Du hast eine Grundausbildung bei den Berserkern absolviert. Also sind die Berserker unser potenzieller Partner. Dann müssen wir jetzt nur noch klären, wie wir sie dazu bringen, sich uns anzuschließen. Sie brauchen ihre größte Streitkraft natürlich in ihrem Hauptquartier und die werden sie dort auch nicht wegbewegen. Aber ich bin mir sicher, dass sich noch weitere große Teile ihrer Truppen irgendwo versprengt in den Ländern befinden. An die müssen wir herankommen, sie von unserer Sache überzeugen und sie in der Bastion stationieren. Keine leichte Aufgabe, aber mit ein bisschen diplomatischem Geschick. Bin sehr rührend, lieber Adam, dass du eben unsere Erzberserkerlaufbahn als Grundausbildung bezeichnet hast. Wo soll ich nach den versprengten Truppen der Berserker suchen? Sprich mit Tiald darüber. Er hat den besten Überblick über die Truppenbewegungen der Berserker. Finde die versprengten Truppen und bring sie in die Bastion. Nur so bekommen wir genug Streitkräfte für die Aufgaben, die vor uns liegen. Das werden wir machen, auf jeden Fall. Aber ihr ahnt es bereits in der nächsten Folge. Ich freue mich.